Hallo liebe Wohnmobilfreunde, hier ist der Guido von GNSTV. Ja, 9 Uhr in Deutschland und ja, hier stehen zwei Projekte, die wir gleichzeitig machen. Und da wollte ich euch hier nochmal zeigen auf dem Hof. Hier steht noch ein Chausson, hier steht ein Pössl. Die bekommen Solar und Batterien und das übliche Autarkpaket. Aber heute wollte ich euch nochmal zu dem Thema Strom einspeisen ins Hausnetz was sagen. Da habe ich jede Menge Anfragen bekommen. Das dürft ihr auch weiterhin machen. Ich blende euch meine E-Mail-Adresse auch nochmal ein. Die ist ja berechtigt. Könnt ihr alle Fragen stellen. Könnt ihr euch auch schon ein Angebot machen lassen. GNS Bockhorn und GNS Grimma haben das ab sofort im Programm. Ich habe mich da jetzt auch, was die Genehmigungen angeht, mal schlau gemacht. Und das wollte ich euch im Laufe dieses Filmes einmal zeigen, was man, welche Voraussetzungen man dafür braucht, wie viel Strom man einspeisen kann. Ja, es geht ja im Grunde darum, wenn das Wohnmobil auf dem Grundstück steht oder bei euch zu Hause und ihr nutzt es nicht, aber es steht draußen, dann ist die Solaranlage ja nutzlos. So, die jetzt einzuspeisen in euer Haus oder Wohnung oder wo auch immer, ist überhaupt kein Problem mehr. Und was wir dafür brauchen und welche Genehmigungen und welche Energieanbieter da was verlangen, das erzähle ich euch in diesem Film. Wer da Interesse dran hat, ich finde die Idee super. Ja, der brachliegende Solaranlagen in dem Moment, wo ich das Wohnmobil nicht nutze, fürs Haus einzuspeisen, finde ich eine super Idee. Da war ich direkt Feuer und Flamme. Da hat ein Kunde von mir, der hat da seinen Teil zu beigetragen. Ja, die Ergänzung oder die Kombination war super. Da hat er einen erheblichen Anteil dran. Da danke ich dem auch für. Das werden wir demnächst auch zusammen vor der Kamera, werden wir euch das auch nochmal erzählen. Also das Ergebnis und bei dem zu Hause und wie speist man das ein und so. Da zeige ich euch alles. Das ist ja kein Problem. Aber jetzt geht es erstmal darum, was kann ich überhaupt damit machen? Macht das Sinn oder ist das Unsinn? Ja, oder welches Verhältnis hat diese Solaranlage zu einer Haussolaranlage? Da will ich euch schon ein bisschen was erzählen und da wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei meinem neuen Video. Als erstes würde ich euch gerne mal die riesengroße Solaranlage der Firma Bosch Service Warnpin vorstellen. Man sieht sie hier im Hintergrund auch schon. Da sind sichtbar die, bei dem etwas kleineren Gebäude hier vorne sieht man die Platten deutlich. Aber ich habe natürlich auch mit der Drohne bin ich rumgeflogen, das zeige ich euch jetzt mal, blende ich jetzt ein. So, und währenddessen kann ich euch ja ein paar Daten erzählen. Ich finde, die ist echt riesig, die Anlage. Ich habe das gar nicht erst gesehen, dass auf dem hinteren Teil hier, wo Bosch Truck Service steht, dass da auch noch Solar drauf ist. Ja, das habe ich ja nicht. Das ist ja nicht schlimm, dafür hat man ja eine Drohne. So, und guckt euch das an, das ist natürlich super. Und diese Anlage kann 40 kW einspeisen. So, 40 kW sind 40.000 Watt. Mal so im Verhältnis, was eure Solaranlage auf eurem Wohnmobildach kann. Ne, da reden wir ja schon über 6, 7, 800 Watt. Das sind 0,8 Kilowatt als große Solaranlage. Und das ist im Prinzip auch so. Aber hier stehen 40.000 Watt auf dem Dach. Ja, und wie gesagt, ich habe es ja eben eingeblendet, mache ich jetzt auch noch mal kurz. Ich finde das sehr beeindruckend. Ich habe die Wechselrichter gesehen, die das hier ins Netz einspeisen. Da sind Maschinen für zuständig, das ist ja klar, das kannst du alles überwachen. Das kann der Holger, der Chef von Bosch Service Warn, kann sich da über das Handy holen, ja, oder zu Hause auf dem PC, kann genau sehen, was macht ihm seine Solaranlage, was hat der eingeladen, ja, was macht die im Moment und so weiter. Das ist wirklich eine tolle Sache. Und ich kann sagen, und das hat mich so begeistert, wirklich, das hat mich so begeistert, dass ich einfach mich habe, wie soll ich sagen, inspirieren lassen, das jetzt auch fürs Wohnmobil anzubieten, weil ich hier gesehen habe, dass die den kompletten Strom selber produzieren. Alles, was hier an Strom benötigt wird, alles komplett, kann er komplett selber erzeugen. Und der Rest geht ins Netz. So, wie das geht, wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt mal eben. Hat, wie gesagt, hat jetzt nichts mit dem Wohnmobil zu tun, aber da kommen wir gleich zu. Das geht dann noch ruckzuck. Und jetzt gehen wir erstmal zu diesen Wechselrichtern, die da den Strom einspeisen. So, ich habe die Kamera einfach mal vorher schon angemacht, weil ich euch zeigen wollte, was hier los ist. Ja, guckt ihr dann, die komplette Bude ist voll. Ja, alle Plätze sind voll. Hier haben wir zwei Plätze, die kennen wir zwischendurch schon. Da hinten steht noch ein Anhänger, hier wird noch gearbeitet. Und ich gehe einfach mal hier an den Leuten vorbei. Hallo zusammen. Hallo.
und würde hier mal rausgehen. Ich hoffe, hier ist keiner, damit ich den nicht zeigen muss. So, also hier ist ja so eine kleine Raucherecke, würde ich die mal nennen. Ne? Hier wird auch schon mal Powerdrink zu sich genommen. So, und hier hängen die Wechselrichter und die Einspeisevorrichtung mit Schalter und keine Ahnung. Wir sehen hier 4 Hochleistungswechselrichter. Ja, wir gehen hier mal an den einen hin, an den großen. Wir haben bedecktes Wetter. Komm, das muss ich euch jetzt eben zeigen. Hier, guck, da ist keine Sonne. Da sind Wolken verhangen, sind hier und da tief schwarze Wolken dabei. Ich lasse die Kamera jetzt auch extra mal laufen, ja, damit wir das nicht unterbrechen. So, und wir sind hier gerade bei 1300 Watt, nur für diesen einen Wechselrichter, ja, bei bedecktem Wetter. Gut, jetzt hat der, jetzt teilen sie sich das mit 4, da bin ich, jetzt teilen sie sich das mit 4 Wechselrichtern auf. Wir können jetzt rechnen, wir rechnen mal 1000 Watt, ne? Wir gehen ein bisschen runter, wir sind da großzügig heute. Das sind 4000 Watt, die der jetzt einspeist, also 4 kW speist er jetzt gerade ein, bei bedecktem Wetter. Wenn die Sonne jetzt scheint, ich habe das diese Tage, wie wir noch schönes Wetter hatten, habe ich dann ein paar Mal gesehen, dann bist du bei einer Einspeisung von bei 40 kW, ne? Also beim Zehnfachen. Wahnsinn. Das ist der echte Wahnsinn. Ich wollte, wie gesagt, ich zeige euch das nur mal eben, wie das hier aussieht. Das kennt ihr bestimmt aus von anderen Solaranlagen, die in Häusern montiert sind. Da gibt es das auch. In einem Haus hängt meistens nur ein Wechselrichter. Hier ist das natürlich eine ganz andere Dimension. So, und was wir da ablesen können, da gibt es nämlich so ein, ich muss jetzt mal ein bisschen hin und her schwenken. Da gibt es so ein Ablesedisplay, ne, wie wir das im Wohnmobil im Prinzip auch haben. Ne? Da haben wir einen Wechselrichter, da haben wir eine Batterie, da haben wir eine Solaranlage. Und dann hängt da ein Anzeigegerät, wo du den ganzen Kram auch noch ablesen kannst. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Ja, ich schleiche mich jetzt hier einfach mal durch. Ne? Ist, glaube ich, Mittagspause. Hallo zusammen, hier ist der Marco. Du bist fürs Lager zuständig, ich ne? Ich bin fürs Lager zuständig. Ja. Alles gut bei dir? Alles super. Ja? Wie lange bist du schon bei Bosch Service Warenkel? 6,5 Jahre. 6,5 Jahre. Ja. Ja. Warum ich zu dir komme? Du sitzt ja immer unter unserem Solaranzeigegerät und hast so den Blick immer, was hier an Solar eingeladen wird. Und das wollte ich unseren Zuschauern mal zeigen. Jo, gerne. Ja, aber du sitzt ja gerade nicht da, dann gehe ich einfach mal vorbei. Ja, genau. Da oben haben wir das Anzeigegerät. Ja. Wir laden jetzt im Moment, ich weiß nicht, ob man sehen kann, ich schiebe mal eben deinen Stuhl beiseite. So, wir gehen mal hier gucken. Wir sind jetzt bei einer Einspeisung bei rund 10.000 Watt. Genau, bei 10 kW, ne? Bei bedecktem Wetter, keine schlechte Ausbeute. Ne, der springt dann hin und her, was er so am Tag macht oder was er jetzt gerade macht und so weiter. Ja, Anzeigegerät wie Wohnmobil, auch hier innerhalb der Firma. So, jetzt haben wir die Solaranlage hier von der Firma 1, nenne ich die jetzt mal, ja, vom Bosch Service, haben wir die gesehen. Ist schon sehr beeindruckend. Ja, so eine Anlage kostet auch, tja, wenn ihr das jetzt mit dem Wohnmobil vergleicht, ne, so eine Anlage kostet 60.000, 70.000 Euro. Ne, das ist, die wird natürlich gefördert, das ist natürlich ein anderes Ding, aber ja, trotzdem musst du die erstmal hinlegen. Ja, das ist, wie gesagt, eine ganz andere Hausnummer. Aber wir haben jetzt die Möglichkeit, unseren überschüssigen Strom, der da produziert wird, ja, das ist ja bei dem Fahrzeug unser, ja, Prototyp, ne? Wir haben eben 750 Watt aufs Dach gelegt. So, und dann haben wir oder bauen wir noch ein Zusatzgerät ein, eine sogenannte Einspeiseeinrichtung. So, und da wollte ich mal was zu sagen. Diese Einspeiseeinrichtung, die kannst du natürlich, wie gesagt, die kommt jetzt hier ins Wohnmobil und dann bekommt der einen Einspeisekabel. Ja, das muss man natürlich mit dem Hauselektriker abstimmen oder zumindest mit der Vorschrift, die da an dem jeweiligen Ort herrscht. Das kann man, wenn man fachlich kompetent ist, kann man das auch selber machen, ansonsten fragt ihr euren Hauselektriker. Es ist in jeder Gemeinde möglich, also der Energieversorger, der gestattet einem jetzt, Stand jetzt, das kann sich täglich ändern, 600 Watt Einspeisung. So, das kommt natürlich genau hin bei einem Wohnmobil, ne? Mehr oder weniger. Ja, so. Es gibt aber ein Gerät, dem speise ich, weiß nicht, 700 ein oder 800 und er gibt 600 ab, weil es vorgeschrieben ist, jetzt im Moment. Wie gesagt,
Nochmal, das kann sich täglich ändern. So, dann kannst du 600 Watt einspeisen von einem Wohnmobil, was bei dir vor der Haustür steht. Die Idee ist super. Also da bin ich restlos von begeistert. So, was bringt das jetzt? Das ist ja die große Frage. Das kostet ja alles zusätzliches Geld, aber was bringt das jetzt? Ne? Ich weiß, ich habe mich da jetzt die letzten Tage mit beschäftigt. Es gibt ja diese Balkonanlagen. Die kommen ja immer mehr. Ne? Die kannst du dir ja auch an deiner Mietwohnung hängen. Ne? Da gibt es ja viele, die haben Südseite, die hängen sich vier Platten vor dem Balkon und die haben dieses Gerät und speisen das dann in ihre Wohnung ein. Das ist erlaubt. Dafür muss man einen Antrag stellen. Diesen Antrag habe ich von meinem Energieberater bekommen. Ja, oder der in Mönchengladbach zuständig ist dafür, das blende ich euch mal ein. Das ist, wie gesagt, für Mönchengladbach und das gibt es für jeden anderen Energieversorger auch. So, du darfst bis 600 Watt einspeisen. So, jetzt speise ich 600 Watt ein, so, und jetzt weiß ich immer noch nicht, was ich damit machen kann. So, jetzt habe ich mir hier mal einen Zettel gemacht. Ja, das ist so, dass wir grundsätzlich 30% Energie einsparen können. So ist das errechnet, das ist so, ja, die Theorie. Ja, aber ihr wisst ja, ich bin so ein Mensch aus der Praxis. Ich habe mir das mal anders notiert. Mich interessiert natürlich, was läuft tagsüber. Ne? Weil ich kann diese Energie ja nur nutzen, wenn es Tag ist. Weil wir es ja nicht in eine Batterie speisen, wie hier beim Wohnmobil, sondern wir speisen sie ja in das Ist-Netz. Ne? Das Ist-Netz ist das, was du jetzt verbrauchst und nicht in der Nacht. Ja, wenn ich hier abends zur Toilette gehe, mal Licht an, kommt der Strom aus der Batterie. Dieser Strom ist tagsüber eingeladen worden. Ne? So das Prinzip. So, das habe ich aber bei dieser Anlage nicht. Da speise ich den direkt ein. Und dann habe ich mir mal gedacht, was läuft denn bei dir zu Hause? Weil ich könnte ja mein Wohnmobil, was ja auf meinem Grundstück steht, das steht ja auch nicht über Dach, weil wir auch nicht viel zu Hause sind, das könnte ich einspeisen. Mache ich wahrscheinlich auch. Ja, ich habe hier 1100 Watt da oben drauf, damit dürfte das ja gar kein Problem sein. So, aber jetzt kann ich aber trotzdem nur tagsüber damit arbeiten. So, was läuft tagsüber, habe ich mir mal einen Zettel gemacht. Den solltet ihr euch vielleicht auch mal machen. Was läuft bei euch tagsüber? WLAN-Router, der läuft 24 Stunden durch. Der braucht nicht viel Strom, aber der wäre zum Beispiel schon mal aus dem Netz raus. Ja, in dem Moment, wo ich den Strom für diesen WLAN-Router einspeise, hört mein Zähler auf zu laufen. Also der Stromzähler, den ihr in eurem Haus oder Wohnung habt, der läuft nicht mehr, der bleibt stehen. Weil es ja vorher jemand gibt, der den Strom abgibt. Ganz einfach. Und das ist in dem Falle die Solaranlage. So, was haben wir noch? Ja, PC. PCs laufen auch lange. Ne, je nachdem, wer da wo an was arbeitet, läuft er den ganzen Tag. Wie bei mir. Bei mir zu Hause läuft der PC den ganzen Tag. Und der verbraucht auch ein wenig Strom. So, dann lade ich alle meine Handys, meine iPads, keine Ahnung. So, und das ist alles Strom, den ich einspeisen kann, den ich nicht vom Netzversorger kaufen muss. So, dann läuft der Kühlschrank. Der läuft 24 Stunden durch. Im Sommer haben wir das große Glück, wenn du Kühlleistung im Kühlschrank brauchst. Also wir sprechen jetzt über den Hauskühlschrank, nicht im Wohnmobil. Ich bin immer noch in der eingespeisten Wohnung oder Haus. So, dieser riesengroße Kühlschrank. Wir haben zu Hause so einen Flügeltüren-Kühlschrank mit so einem Eisspender. Ne, wenn ich so Longdrinks mache oder irgendwas, kann ich da... So, der läuft natürlich 24 Stunden und dem kann ich den Strom natürlich zur Verfügung stellen. Und wenn der Action braucht, ist es meistens warm. Und wenn es warm ist, scheint meistens die Sonne. Also das funktioniert. So, dann haben viele von euch Aquarium. Ich habe zum Beispiel ein großes Aquarium mit Sammlern. Die kommen aus dem Amazonasgebiet und da läuft permanent eine Pumpe, da brennt permanent ein Licht und das 365 Tage. So, das sind zum Beispiel Verbraucher, die Pumpe braucht jetzt auch nicht, aber das läppert sich ja alles zusammen. Somit könnte man die 600 Watt schön einsetzen. Ja, so ist das gemeint. Weil ich die ja zur Verfügung habe, wenn ich ein Wohnmobil habe, wo eine große Solaranlage drauf ist, die bei mir vor der Türe steht. Ja, deswegen. Und wie gesagt, die Idee ist super. So, Aquarium hatte ich. Ja, E-Bike-Laden. E-Bike-Laden kannst du demnächst auch zu Hause von deiner Solaranlage, vom Wohnmobildach. Ja, hier ist es ja so, dass das viele anfragen, ich möchte mein E-Bike laden. Jo, die kriegen natürlich eine große Lithiumbatterie, die kriegen einen Wechselrichter, ja, was du nicht nur fürs E-Bike laden brauchst, sondern auch für Kaffeemaschine und Föhn. So, und dieses E-Bike kannst du jetzt auch zu Hause laden, wenn du den Strom von deinem
Wohnmobil ins Haus einspeist. Ja, das kannst du ja machen. Das schafft die auch, die Solaranlage. Das sind 600 Watt, das ist ja kein Problem. So, jetzt habe ich noch die Waschmaschine aufgeschrieben. Die ist natürlich, wie soll ich sagen, die ist natürlich außen vor. Aber ich drücke es mal anders aus. Wenn meine Waschmaschine 1500 Watt braucht, so, und ich schieße 600 Watt zu, braucht die auf einmal nur noch 1100. Und die laufen dann nur durch den Zähler, weil ja vorher jemand da ist, der mir 600 Watt zur Verfügung stellt. So muss man das sehen. Also auch die Waschmaschine oder der Trockner. Trockner sind Hochverbraucher. Ja, unter 2 kW oder 2,5 kW läuft da gar nichts. Aber die bekommen ja auch die 600 Watt. Ne? Wenn du die Waschmaschine und den Trockner nicht gleichzeitig laufen lässt, sondern hintereinander, man muss sich da ein bisschen umstellen. Ich finde die Idee immer noch super. Gefrierschränke, neue Gefrierschränke, die, ich sag mal, 2-3 Jahre alt sind, brauchen noch nicht mehr so viel Strom. Die haben eine hohe Energieeffizienz, steht auch hinten drauf oder an der Seite. Auch die kriegen die 600 Watt. Ja? So, jetzt streiten die sich ja alle um die 600 Watt. Ja? Die Waschmaschine, das Laptop, das Aquarium, der Trockner, der Gefrierschrank. So, dann stell auch noch irgendeinen Föhn an. Das spielt alles keine Rolle. Im Haus funktioniert die Abnahme des Stromes, also Föhn, Waschmaschine, Fernseher. Läuft ein Fernseher den ganzen Nachmittag zum Beispiel, ja, oder den ganzen Vormittag. Das ist ja oft so. Ist bei mir auch, wenn es sonntags regnet, ja, läuft bei mir den ganzen Tag die Kiste, ja. Ob ich da drauf gucke oder nicht, das ist halt so eine Angewohnheit. So, und dem kommen die 600 Watt zugute. Ja, die teilen sich die nicht, sondern wir schießen die einfach rein und die 600 Watt laufen dann nicht über den Zähler. Die hast du eingespart, so ist das gemeint. Und das funktioniert mit den neuen Gerätschaften, die wir im Programm haben, exzellent. Du kriegst das genehmigt, du musst natürlich einen Antrag stellen bei deinem Energieversorger, das ist aber überhaupt kein Problem, das kriegst du genehmigt, das ist legal. Ja, da brauchst du nicht hintenrum irgendwas zu fummeln, sondern meldest dich ganz normal an. Dann kriegst du die Genehmigung, dann steckst du das Ding in die Steckdose und fertig. Mehr brauchst du nicht machen. Ja, das ist also kein Riesenaufwand. So, das wollte ich euch nochmal, ja, ans Herz legen, weil mich die Idee richtig angefixt hat, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und sagen wir doch mal ehrlich, ja, wenn ich jetzt ein Wohnmobil habe, wo ich 2, 3, 4 Platten drauf liegen habe, so, und ich habe noch Platz für 2 Platten mehr, und ich weiß genau, die Karre steht bei mir vor der Türe, da kann ich den Strom einspeisen. Also nehme ich mir noch 2 Platten mehr, obwohl ich die jetzt nicht vorhatte, auf mein Wohnmobil zu bauen. Aber sagen wir mal, ich mache trotzdem. So, und diese 2 Platten, die hast du natürlich während der Zeit, wo du das Wohnmobil nutzt, im Überfluss. Du hast, wenn du fährst, keine Probleme. Das ist ja das, was wir im Ursprung alle wollen. Da geht es ja eigentlich als erstes drum. Ja, du baust ja nicht 3 Platten auf, sondern 5. So, 3 haben wir ja errechnet und 5 ist dann wirklich bis zum letzten Tag autark. Ja, eine vernünftige Lithiumbatterie. So, dann brauchst du ja während der Zeit, wo du das Wohnmobil benutzt, keine Sorgen zu machen. Da kannst du dich ganz entspannt nach hinten lehnen, weil du ja nur weißt, naja, ich habe 2 Platten mehr genommen. So, warum habe ich 2 Platten mehr genommen? Weil ich das zu Hause einspeisen kann. Nämlich dann lohnt sich das erst. Wenn du mit drei Platten zu Hause einspeist, kriegst du die 600 Watt nicht zusammen. Man muss natürlich die technische Voraussetzung muss man schaffen. So, aber ich finde, die Investition, was das jetzt mehr kostet, das hast du ja in einer bestimmten Zeit auch wieder raus. Und du tust was für die Umwelt. Weil du hast Strom erzeugt mit 0 Emissionen. 0. Kein CO2, nichts. Keine NOx und was das da so, sonst was. Also, es ist eine erneuerbare Energie, die hast du aus der Sonne gewonnen, die speist du ein, dann machst du deinen Föhn mit, dann machst du dein Aquarium mit, dann lädst du dein E-Bike mit. Das sind ja alles Ströme, die du damit bedienen kannst. Ja? Und das finde ich eine super geile Idee. Wir haben das ab sofort im Programm in Grimma und in Bockhorn. Ja, da könnt ihr euch gerne bei mir melden. Und den zeige ich euch morgen noch, was der alles auch sonst noch bekommen hat. An Wechselrichter mit Netzvorrangschaltung, FI-Schalter, Lithiumbatterie. Der hat 3 verschiedene Solarregler da drin. Ja, das sieht man dem Auto. Ich guck noch mal hier. Da ist der Kunde aus Mönchengladbach. Ja, das sieht man dem Auto jetzt gar nicht so an. Ich würde den mal als Wolf im Schafspelz bezeichnen. Ja? So, der kriegt das ganze Programm. Und da ich die Idee super finde, würde ich euch anbieten, ich gebe euch jetzt hier nochmal meine E-Mail-Adresse. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne stellen. Wir können auch ein Angebot haben, das ist auch kein Problem. Ja, wenn ich eine Solaranlage schon auf dem Dach habe, wenn ich die schon habe und habe da schon 10 Platten drauf liegen, wie mache ich das dann? Auch kein Thema. Meldet euch bei mir, ja? Wir haben das jetzt drauf. Oder wenn ich 6 Platten bestellt habe hier im Haus oder beim André, ja, in Grimma und habe aber 8
Dann legst du dir 8 aufs Dach und kannst dann zu Hause einspeisen. Oder du hast 4 und willst 6er. Alles ja kein Mobil. Lasst euch beraten, das ist wirklich eine Suche. Wohl ein GNS-Fan, ne? lasst euch beraten. Das ist eine super Sache. Ich kann damit Energie sparen. Ich bin ökologisch auf dem neuesten Stand. Ich finde es sowas immer gut, wenn man ein bisschen dazu beitragen kann, dass auch jeder Einzelne ein bisschen für die Umwelt tut. Das finde ich super. Ja? Ob ich jetzt 4 Platten nehme oder 6, ist vielleicht für den einen oder anderen kein Problem finanziell. Ja, ich muss man natürlich vorsichtig sein, ist ja klar. Ist immer eine Kostenfrage, aber du kriegst das Geld ja auch wieder zurück. Und du hast eine gute Sache gemacht. Also in dem Sinne würde ich sagen, abonniert diesen Kanal, damit ihr hier nichts verpasst. Bleibt gesund. Bis morgen, euer Guido von GNS TV.